Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGamingTVs Video und herzlich willkommen zum ersten Pink Slips Spiel auf unserem Kanal. Ja, es ist endlich soweit. Das erste Pink Slips Spiel steht an. Wir setzen Donovan Team of the Season, kostete mir knapp 35.000 Münzen. Richtig geile Werte hat er. Und mit diesem Team spielen wir, das habe ich auch, glaube ich, schon vorgestellt, in Squad Builder, Cech, Boateng, David Luiz, Alaba, Mario Fernandes, Oscar, Gündogan, Starter Manches, Rodriguez, International Man of the Match, den wir ja gezogen haben. Und im Angriff haben wir Reus, Falcao und Hulk. Ja, unser Gegner ist auch schon bereit. Und falls ihr selber mal, keine Ahnung, auf der PS4 zockt und gerne mal ein Pink Slips Spiel gegen mich machen wollt, also ich setze halt einen Spieler und ihr spielt einfach gegen mich, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr den, wenn ich gewinne, dann behalte ich den Spieler. Aber ihr könnt natürlich auch nach dem Wager mitfragen, da habe ich auch nichts gegen, kann ich dann auch was gewinnen. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare rein, ob ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Gegner eingeladen habe. So, da ist auch unser Gegner, ein Paris Saint-Germain Wappen und rote Trikots. Wir spielen in Chelsea-Trikots, weil wir ja noch hier die Dropbar Return to Chelsea spielen. Unser Gegner ist hier schon nervös hier, sieht man ja. Jetzt wird er doch in den Schwarzen spielen, keine Ahnung. Und mal sehen, was er für ein Team hat. Das sehen wir jetzt. Ein Barclays Premier League Bayern Team. Lewandowski, Shakiri. Kein Robben, jedenfalls schon mal. Er hat den 90er Benatti in der Innenverteidigung. Richtig starker Innenverteidiger, genauso wie Vincent Kompany. Schöll Agüero, sein bestbewertester, glaube ich, mit Schweinsteiger. Dann würde ich sagen, springen wir rein in die erste Halbzeit. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich gewinnen wir. Freischuss für uns, für die Minute. Ich bin ein bisschen nervös im ersten Pinkselspiel. Ist natürlich, glaube ich, auch normal. Oh, hier macht der Gegner einen Fehler. Da kommt gleich mal die Flanke rein. Und in der Mitte ist Radamel, keine Ahnung, von den Schlümpfen. Falcao 1-0, fünfte Spielminute. Oh, da wurde ich, glaube ich, ein bisschen laut. Merke ich hier gerade am Outer City. Na, ich halte jetzt ein bisschen Abstand zum Mikro, wenn ich ein Tor mache, aber schöne Flanke und Falcao steht da, wo ein Stürmer stehen muss und nickt ein zum 1-0. Schön gemacht hier, stark gespielt. Schön gespielt hier, Gündogan. Stark gemacht von Ilkay Gündogan, Flanke, Falcao. Gündogan. Schön gemacht. Elfmeter für uns. Elfmeter für uns. Jetzt ist die Frage, wer den treten soll. Alter, bin ich nervös. Muss ich schon sagen, da hier Reus und dann mit dem Kopf. Kopfnuss gibt Cech. Reus einfach mal. Ich weiß nicht, wer den besten Elfmeterwert hat, aber ich denke mal Rodriguez. Sollen wir in die Mitte schießen? Ich weiß, Mitte finde ich immer so ein bisschen unfair, weil die Keeper meistens auch oben nicht halten. Und Rodriguez macht es eiskalt. James Rodriguez, 32. Spielminute, 2-0 für uns. Aber ich muss mir jetzt kurz einmal kurz reinbringen. Hier ist nochmal die Wiederholung sicher verwandelt von Rodriguez. Es kann sein, dass das Mikro manchmal zu laut ist, weil ich halt mich freue, wenn ich ein Tor mache oder so. Dafür entschuldige ich mich, aber es müsste eigentlich passen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Wollte ich nur jetzt nochmal kurz sagen, nicht, dass ihr euch beschwert. Oh ja, 2-0 nach 33 Spielminuten. So kann es weitergehen. Rodriguez schickt Falcao. Radamel Falcao mit dem Chop nach innen. Macht er stark. Abschluss. Hulk 3-0. 35. Minute. Hulk macht das 3-0 und bitte zum Tänzchen. Er bitte zum Tänzchen und er macht das 3-0. Who let the dogs out? Hier schön, mal, schön gemacht von Falcao und Abschur, aber hätte er eigentlich gar nicht reingrätschen müssen, aber naja, drin ist drin, würde ich sagen.
Haha, drin ist drin, hä? Ah, das ist, muss ich sagen, das weiß man schon, wie er 14, dass er lange Ball kommt, dann kann man sich hin reinstellen, hier nochmal einen Schuss von Lewandowski. Aber das, ja, das muss man eigentlich wissen, dass man nicht den Ball einfach blind reinspielen kann, weil man natürlich schon lange von 4-14 weiß, dass die LX-Dreieckpässe overpowered sind und man sich dann weiter hinten reinstellt. Schiedsrichter müsste eigentlich gleich abfallen. Wir kommen nochmal an LX-Dreieckpass auf Aguero bei Mario Fernandes. Ein richtig starker Non-Rare Rechtsverteidiger, muss ich euch sagen. Könnt ihr ruhig mal testen. Und jetzt ist Halbzeit. Wir führen mit 13-0. Drücke einmal auf weiter. Hier seht ihr einmal kurz die Statistik. Und ja, wir haben mehr Schüsse, mehr Ballbesitz und führen damit auch 13-0. Wir springen rein in die zweite Hälfte. Ob es nochmal spannend wird, das wissen wir nicht. Das sehen wir jetzt in der zweiten Hälfte. Viel Spaß. Alaba mit einem Distanzschuss. Schön gespielt, Rodriguez. Oh. James Rodriguez mit einer Chance. Jetzt flanken wir die Ecke mal rein, direkt. Da hinten ist Falcao, der steigt am höchsten. Oh. Aber stark halten von Petrischek. Heik, schöner Ball, Falcao. Drüben ist Marco Reus. Marco Reus, Marco Reus, Marco Reus. Mit den 4-0 in der 55. Spielminute wieder sehr stark herausgespielt, muss man sagen. Schön gesehen von Falcao und Reus lässt sich die Chance nicht nehmen und schiebt ein zum 4-0. Oh, David Luiz springt da neben Lewandowski 4-1. Ja, wieder der Danebensprung von David Luiz. Ja, ja. Hier nochmal in der Wiederholung zu sehen. 1-1-3-Pass und dann doch nicht in der Wiederholung zu sehen. Springt David Luiz eiskalt am Ball vorbei und es steht 4-1. Ehrentreffer, will man sagen. Oscar. Falcao. Eckball. Wir schreiben die 88. Minute. Flanke kommt nach innen. Oscar mit dem Kopfball. Schech ist dran. Falcao mit dem Abstauber gegen den Pfosten. Was für eine kuriose Szene. Und wir müssen jetzt hier mal auswechseln. Du kannst so passieren, wenn du im Ballbesitz bist. Richtig, ich bin ja auch nicht im Ballbesitz. So, wir wechseln jetzt mal auf. Wen haben wir auf der Bank? Komm, wir bringen mal Donovan. Alter. Pace ohne Ende. Aber die haben ein gutes Spiel gemacht und die werden auch belohnt. Die können 10 Minuten länger chillen auf der Bank. Können sich ausruhen. Und vielleicht wechselt der Gegner ja auch nochmal aus. Und ja, viel Spaß in den letzten 10 Minuten. Vielleicht passiert noch ein Tor. Ich gebe mir Mühe. Oh, stark gemacht von Gündogan. Alaba mit dem Schuss an den Pfosten. Nicht gut geklärt, seitfalls hier. Und Cuadrado wäre, glaube ich, ein Abseits gewesen. Bin ich mir aber nicht allzu sicher. David Luiz springt wieder neben den Ball durch. Der Ball kommt in die Mitte, aber was für eine Glanzparade von Petrischek. Aber jetzt ist wahrscheinlich der Ball gleich drinnen. Ne, auch wieder gehalten. Sehr starke Paraden da von Petrischek, sehr stark gehalten. Jetzt kommt er raus und hat ihn sicher, den Ball. Hier nochmal schöner Chipball auf Blazikowski. Kann er sich durchsetzen? Er setzt sich durch. Foul, Blazikowski, was für ein Tor. Zur Krönung, zum Abschluss des Spiels nochmal ein herrliches Tor von Jakub Blazikowski. Gerade eingewechselt, setzt sich hier einfach wunderschön durch. Und was für ein Schuss links. Oben ins Eck. Jakub Blazikowski mit dem 5-1 in der letzten Spielminute. Ja, und das war's. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Wir gewinnen das erste Pink's Lips Spiel mit 5-1. Somit bleibt Landon Donovan in unserem Team.
Und ja, wie gesagt, falls ihr Bock habt, gegen mich zu spielen, ihr braucht jetzt nicht eingeschüchtert sein, dass ich jetzt so hammer gut bin. Also stimmt halt alles. Und ja, mein Team habt ihr jetzt auch schon gesehen, wie ihr spielt, habt ihr jetzt auch schon gesehen. Also könnt ihr es vielleicht auch besser verteidigen. Schreibt einfach in die Kommentare rein, falls ihr Bock habt. Ich spiele auf PS4. Für PS3 habe ich leider kein FIFA 14 mehr. Aber ja, schreibt einfach in die Kommentare rein. Ich spiele gegen euch, egal wie gut ihr seid. Egal, ob ihr vielleicht nicht so gut seid. Ihr könnt trotzdem gewinnen. Ihr wisst, FIFA 14. Bei FIFA 14 ist alles möglich. Ja, 5:1 gewonnen. Die Statistiken sprechen für sich. 4 mehr Schüsse, 22 Schüsse hatten wir. 5:1 gewonnen. Wer war unser bestbewerteter Spieler? Ja, Falcao 9,3. Und ja, dann würde ich sagen, war es das zum ersten Pingsley-Spiel. Wir haben gewonnen, was mich ziemlich freut. Ich war echt mega nervös am Anfang, hat man vielleicht auch gemerkt. Aber ich glaube, habe ich auch öfters gesagt. Und ich würde mich natürlich für das erste Pink Slips Spiel natürlich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und dann haut rein, bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Spiel oder bis zum anderen Video. Und ciao!